Hey, ich bin Joey. Herzlich willkommen zu Hello, einem kleinen Indie-Horror-Game von itch.io, das ich dort gefunden habe, was ganz interessant aussah. Enter, um die Aufnahme zu starten. Ach, ich nehme doch schon auf. Okay, also, wir haben wieder ein Horror-Game, ein VHS-Horror-Game. Mensch, das hatten wir ja schon lange nicht mehr. Wir starten in diesem wunderschönen Hausflur. Linke Maustaste, um zu interagieren. Rechte Maustaste, um zu suchen, zu zoomen. Und Beweise zu sammeln. Evidence. Beweis. Okay, verstehe. Oh, das ist unsere Wohnung. Hallo? I go into the apartment. How can you hear? Farewell. Your task is to record all the evidence on video. I hope you can handle it. Good luck. Thanks. Und ich glaube, es spielt in einem russischen Haus? In einer russischen Gegend? Ich habe leider nichts verstanden, was sie gesagt haben. Wir sollen irgendwas untersuchen. Okay. Ich weiß nicht, was wir suchen. Warte mal, Linksklick. Da kommen wir nicht rein. Okay. Beweise. Was haben wir denn hier? Fotos. Was für Fotos sind das? Ich kann es kaum erkennen. Irgendwas draußen? Ruinen? Irgendwas in dieser Waschmaschine? Ein Schlüpper oder so? Der ultimative Beweis? Ein Handy! Irgendwas klappert hier. Was ist da draußen? Das ist schon cool gemacht. Wie die Details zu nehmen, wenn man reinzoomt und so. Wie tatsächlicher optischer Zoom. Okay. Guck mal hier, wie dreckig der Ofen aussieht. Ich kann den Dreck förmlich schmecken hier. Okay. Ich hoffe, der Effekt wird nicht ganz so wild hier. Da ist noch ein Schrank. Können wir den vielleicht öffnen? Okay, hier ist eine Tür. Geht nicht. Geht die Tür? I think there must be a key to this door. Oh, there must be a key to this door. Einen Schlüssel sollen wir finden. Ich glaube, die Heizung rumpelt. Kann das sein? Oder irgendwas draußen? Okay, wo könnten wir den Schlüssel finden? Wo könnte der Schlüssel sein? Wo könnte der Schlüssel sein? Können wir vielleicht den Kühlschrank aufmachen? Okay. Handy können wir auch nicht nehmen. Hier können wir nichts nehmen. Warte mal. Schrank können wir auch nicht aufmachen. Ach, da ist ein Schlüssel. Ah. Okay. Versuchen wir mal unser Glück. Ich glaube, das ist die Heizung, die so bollert. Die so komische Geräusche macht. Ziemlich cool, ehrlich gesagt. Können wir hier den Schrank aufmachen? Ist da drin ein Foto? Man kann es nicht erkennen. Okay, was haben wir denn hier? Welches Jahr? 1947. Wenn wir das Jahr 1947 haben. Warum liegt da dann ein Handy in der Küche? Das ergibt doch keinen Sinn, oder? Fernseher. Außerdem gab es ja noch keinen Fernseher. Zumindest nicht solche. Was haben wir hier? CDs! Ah, ein weiterer Schlüssel. Okay. Alles klar. Wird dann wahrscheinlich für die andere Tür sein, oder? Für die da? Nein? Doch. Oha. Okay. Ja.
ein Radio. Blutflecken. Aber warum enden sie hier? Wurde hier neu tapeziert? Warte mal, vielleicht hat die Leiche auch noch... Oh shit. This radio will send me to the coffin. I found the corpse in the closet. Fuck. Be careful. This is not a joke. Okay. Was? Okay, wir haben einen Körper in Wandschrank gefunden, quasi. Und wir sollen vorsichtig sein, das ist kein Traum. Okay. Was sollen wir noch finden hier? Hier ist noch eine Tür. Ich vermute mal, wir brauchen noch einen Schlüssel. Ich mach mal die Tür zu. Sieht ja krass aus hier, mit so Kunstleder irgendwie abgedeckt. Krass. Okay. Können wir hier vielleicht Beweise? Ich weiß ja nicht, wie wir... Ich habe keine Ahnung, wie wir das jetzt getriggert haben, da mit dem Körper. Vielleicht gibt es hier doch noch einen Schlüssel. Vielleicht doch am Radio? Okay. Ach so, das ist ein Stromkasten. Stehe. Okay, was müssen wir jetzt noch finden? Jetzt gesagt, noch ein Schlüssel oder so. What the fuck is this? Telefon! Okay. Ist die Leiche noch da? Oh, Gott sei Dank. Du bist noch da. Das hat mir auch echt Sorgen gemacht. Boah, ich sehe schon Dinge, ey. Hätte mir jetzt auch echt Sorgen gemacht, wenn das nicht da gewesen wäre. So, wollte ich... Kann ich hier noch irgendwas gucken? Die Geräusche sind schon echt unangenehm. Also, da wir in die Küche gelockt wurden, würde ich mal fast sagen, wir müssen in der Küche irgendwas. Fuck. Who is there? Hier sind wir zurück in der Dead of Night, ne? Eine Note. Hello? Hello? Someone left a note near the front door. Fuck. Maybe you should leave? I'll try to find something else. Okay, jemand hat eine Nachricht hier vor an der Haus am Hauseingang gelassen. Hallo, finde mich. Schimmel ist nicht gut. Nicht gut. Kann aber nur hier rein. Da stand doch vorher kein Bett, oder?
Das Bett war doch vorher in dem Zimmer, oder? Okay. Leichi ist noch da. Da muss ein Bett gestanden haben, weil hier steht noch ein Bett. Warte, da ist eine neue Note. Ja, hallo. Hallo, Natascha. Ist das vielleicht die Leiche? What was that now? Oh, okay. Ah, ich kann das Taschenlampe an- und ausmachen. Ich bin hier. Ja, aber wo denn? Stand er denn wirklich? Fuck. The body has moved to the hall. Can you hear me? Der Körper hat sich selbstständig bewegt. Hey, das war doch schon mal in irgendeinem Spiel so. Ja, genau, Resident Evil 8. Aber in der Demo, glaube ich, nur. Irgendeine neue Nachricht hier? Vielleicht lebt die noch. Aber irgendwas hat hier gestöhnt. Ganz leise nur. Nee, hier piepst schon sehr laut. Das kommt von hier. Immer Richtung Ausgang. Da klopft doch wieder irgendwas. Also irgendwas macht hier Geräusche. Aber ich kann nicht genau sagen, was. Oder wo es herkommt. Vielleicht muss ich doch auf die Bilder gucken. Es scheint zumindest das... Es scheint zumindest das Geräusch herzukommen. Lawson. Das gute Lawson-Telefon. Stromzähler. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Irgendwas im Schrank?
Muss ich die Leiche ins Bett legen? Kann ich die Tür zumachen? Oh. Hier bin ich sicher. Hier findet sie mich nicht. Da oben kann ich mich ja nicht, ne? Nee. Ich gehe mal hier rein. Was am Fenster? Okay. What happened to the camera? Oh shit. Die Leiche ist weg. Jetzt ist sie wieder hier? Oh Gott, ist das böse. Das ist richtig, richtig böse. Richtig, richtig böse. Was? Wo bin ich jetzt? Warum? Ich will hier raus. Ich muss irgendwas finden. Leiche, Müllsäcke. Oh, ein Schlüssel. Vielleicht für diese Tür? Nope. Nope. Ich will raus. Ich gehe nicht weiter. Nein. Ah, mach's gut. Ich bleibe hier. Ich hock mich in die Ecke und bleib hier. Oh, nee. Was? Oh, nichts, das unter der Decke hängt oder so. Was ist das? Quarantäne. Ist das eine Lunge? Da sind Körperteile hier drin. Eine Lunge oder so. Ein Darm. Körperteile. Oh Gott, ey. Können wir da durch? Huh? Krass, sind wir im Schlafzimmer. Was? Du bist nicht real. You're just a bunch of information. Du bist nur... Kakerlaken. Es ist kein Geklopfer, das bin ich einfach. Was ist eine kleine Klappe? Kann ich gehen? Warum nicht? Da steht wieder Quarantäne. Hä? Warte mal. Ne, wir können nicht hoch, wir können nicht runter. Können wir nur in diesen Raum. Warte mal, vielleicht hier ein Schlüssel irgendwo.
Wir müssen, glaube ich, wir müssen bestimmt irgendwas ansehen. Ach. Ja? Okay, okay. Smith! Die gute alte Smith-Klospülung. Okay, hierum geht's aber nicht. Wir müssen mal gucken. Holy shit. Das Herz. Was? The? Ich kann es nicht lesen. Das ist ein alter Kalender. Ah! Huh! Okay! Das war erstaunlich gut! Das war erstaunlich gut! Ich bin überrascht! Das hat ein bisschen was von Wrong Floor oder dieses, From the Darkness. Doch, es hat mich wirklich, wirklich überrascht. Super cool. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Natürlich. Abonniert den Kanal und spielt das Spiel selber, wenn ihr mögt. Link ist in der Videobeschreibung. Ist kostenlos. Haut rein. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.